Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir zu einem neuen Collectors Spot. Und zwar heute wieder eine Sonderedition. Und zwar haben wir hier wieder eine 12-Inch Figur oder besser gesagt eine 1:6 Figur. Und zwar von Sucker Punch, den Zack Snyder Film, haben wir hier heute die Amber. Und hier zeige ich euch gleich mal die Verpackung. Hier die grüne Verpackung mit Nummern verziert. Man sieht es leicht, wenn man sie ein bisschen dreht. Hier Sucker Punch, ein Zack Ryder Film. Dann weiter runter haben wir hier Hot Toys. Dann hier ein kleines Bild, weil der Karton hier geschnitten ist. Dann haben wir hier zur Seite Amber Collector's Edition Movie Masterpiece Series Series 158 Amber 1:6 Figur. Dann hier unten haben wir noch das Warner Brothers Logo, also lizenziert. Dann drehen wir hier mal weiter. Dann steht hier natürlich ein kleiner Text über Amber. Wer es gern lesen will, darf gern Pause drücken. Hier geht auch wieder der Schnitt hoch. Dann haben wir hier sowas ähnliches wie ein Strapsband, das die beiden Kartonhälften zusammenhält. Dann machen wir mal hier die Kartonhälften auseinander. Es ist ein Slipkarton. So, und dann würdet ihr hier eigentlich die Amber sehen, aber die haben wir mal zur Seite gestellt, um nicht zu spoilern. Hier sind einige Bilder, sehr schwach von Amber, aus Sucker Punch. Dann haben wir hier die ganze Crew, die die Figur entwickelt und gesteuert hat. Hier könnt ihr auch gern pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Und das war es dann eigentlich schon mit der Verpackung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich wieder mit dem Zubehör. So, und da sind wir nun wieder mit dem Zubehör zur Amber. Und zwar fangen wir hier oben mal an. Hier haben wir den Hut. Das Schiffchen, das Uniformschiffchen. Sehr schön gemoldet auch. Kleine Details. Wird hier, wie ihr seht, mit einem Magneten am Kopf befestigt, zeige ich euch dann noch. Dann haben wir hier nochmal extra Packs für die Hände. Dann kommen wir auch gleich zu den Händen. Die Amber kommt hier mit drei rechten Händen. Eine davon ist an der Figur. Dann haben wir hier die offene rechte Hand. Sehr schön, auch jeder einzelne Finger leicht beweglich. Der Handschuh sehr schön gemoldet. Dann haben wir hier die Triggerfingerhand. Auch sehr schön. Dann haben wir eine linke Hand und eine an der Figur. Hier haben wir die Hand, die ich sagen würde, ist zum Halten des Messers. Dann kommen wir auch gleich hier zu den Messer. Ein Küchenmesser, auch sehr schön gemacht, in Silbern. Noch Kunststoff. Damals, also die Figur schon etwas älter, aber trotzdem auch sehr nice gemacht. Dann kommen wir hier zum ein sehr kleinen Teil. Mach scharf, komm. Das sehe ich schon, das mag er nicht so. Jetzt ein kleines Zipper mit einem Drachen drauf. Kann man nicht öffnen. Hat hier unten aber zum Auffüllen. Oh, Moment, das. Dann haben wir hier natürlich das Headset, dem sie kommt. Dieses, wie ihr seht, etwas verdreht, ist hier beweglich. Einmal so und einmal die Ohrmuschel selbst. Dann haben wir hier beweglich das Mikrofon,
ob das jetzt vor und zurück, auch sehr schön gemacht hier innen, die Andeutung des Gummis und des Lautsprechers. Der Bügel ist Metall, auch dieser Bügel hier, der Rest ist Kunststoff. Dann kommt sie mit zwei extra Magazinen, da nehme ich jetzt mal nur eins zur Hand, hier auch sehr schön gemacht, damals noch ohne die Kugeln oben drin, zweimal das gleiche. Dann kommt sie mit ihrer Pistole, hier auch sehr schön gealtert, gewässert, etwas Dry Brush drüber. Diese ist noch nicht zu kochen, also das gab es damals noch nicht. Allerdings kann man auch hier schon das Magazin entfernen. Hier das dritte Magazin dann, auch ohne Kugel. Wie gesagt, damals gab es das noch nicht. So, halt falsch rum, haben wir schon, haben wir sich wieder blamiert. Und natürlich die Bedienungsanleitung zur Ember. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum Hauptteil, und zwar zu der Figur. Also sehen wir uns gleich wieder. Und hier haben wir sie nun, die Ember, in ihrer vollen Pracht. Ihr seht, es wird auch ein Display-Stand mitgeliefert. Steht drauf Sucker Punch von der Ember. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Detail. Hier der Facecam. Finde ich eigentlich sehr gut getroffen. Auch die etwas, na, wo ist er denn, da ist er. Die etwas glänzenden Lippen sehr schön gemacht. Hier von der Seite auch die glänzenden Augen. Die Haare, und wie ihr seht, habe ich den Hut aufgesetzt. Ist eigentlich ganz einfach. Dieser Hut einfach runternehmen und wieder drauf, und wie ihr seht, ihr hält auch schräg, weil er ja magnetisch ist. Dann seht ihr das Halsband, die Spitzen, auch sehr schön gehalten. Dann kommen wir mal weiter runter, machen wir die Arme hier vor, so, also Fokus, jetzt hat es, oder auch nicht. Dann kommen wir hier mal zum Oberkörper. Wie ihr seht, hier die zwei Magazintaschen. Moment, ich hole euch noch mal etwas näher. Ja, mein Autofokus spinnt sich momentan eins. So nah mag er sie nicht. Okay, dann gehen wir etwas zurück. So. Wie ihr seht, hier die zwei Magazintaschen. Hier werden die Magazine von unten nach oben reingeschalten. Sie halten aber auch sehr gut. Auch hier das Unterteil mit Reißverschluss und den Spitzen. Dann die Weste oben drüber, sehr schön gemacht. Auch aus Stoff und Dehnbau, auch mit funktionierendem Reißverschluss, den man aber nicht zu viel stressen sollte, da er sehr fein gearbeitet ist. Dann haben wir hier das Holster für die Pistole. Hier unten mit einem kleinen Druckknopf, also auch vorsichtig zu behandeln, dass der Druckknopf nicht kaputt geht. Dann machen wir mal weiter. Ihr seht hinten das Holster, schön mit Querverstrebung. Dann hier zwei Reißverschlüsse nochmal, die man öffnen kann. Auch hier an den Armen vorne noch Reißverschlüsse, auch die Fransen hier überall mit dabei. Dann kommen wir mal weiter nach unten. Hier haben wir den sexy Hintern mit den Unterhöschen und den Chaps und die Netzhose, der etwas breitere Gürtel. Auch hier die Schnürung sehr schön gemacht und die Ziernah, also die Verzierung hier. Auch hier am Arm, die gehen bis oben rauf. Dann seht ihr hier die weitere rechte Hand mit den Lollipop.
Dann hier die Doppelgürtelschnalle, auch hier wieder die Netzstrümpfe unter den Chaps. Dann hier die weitere linke Hand, die offene Hand. Dann wandern wir weiter nach unten, hier an den Chaps, hier nochmal ausgespart an den Knien, auch für die Bewegung nicht schlecht. Dann hier unten nochmal Reißverschlüsse, links und rechts am Hosenbein, die hochhackigen Stiefel. So. Dann gehen wir wieder nach oben und zeigen euch die Beweglichkeit. Dazu nehmen wir mal den Hut ab oder das Schiffchen, wie auch immer. Ihr Hot Toys üblich der Kopf auf ein, ja, man kann sagen, es ist ein Doppelgelenk. Hier oben ein Balljoint, hier unten. Es ist ein gummiüberzogener Körper, so ein weiblicher. Auch etwas weicheres Gummi hier oben am Hals, dass man, wenn ihr seht, ja, ihr könnt sehen, dass man sie auch schön bewegen kann. Moment, geht so weit zur Seite, zur anderen Seite vor, kann sie so weit nach unten schauen und zurück geht auch. Man muss vorsichtig sein, dass man den Gummi hier nicht zu sehr stresst. War jetzt doch schon eine etwas ältere, also ältere Figur, ja, eine frühere Produktion, sagen wir mal so. Hier die Arme, Moment, kommen wir ein Stück weiter runter. Die Arme gehen auch schön nach oben, etwas nach unten, nach vorne. Ist auch hier ein Butterfly Joint. Er könnte vielleicht noch weiter nach oben gehen. Ich meins ist hier sehr fest. Ich will es nicht unnötig stressen momentan. Ich muss mir das erstmal ansehen. Dann haben wir hier natürlich das Ellbogengelenk. Wie ihr sehen könnt. Auch 90 Grad. Dann haben wir hier vorne natürlich den üblichen Joint. Hier zum Rotieren, zum Anwinkeln. Meiner steht jetzt etwas falsch, also meine winkt jetzt. An die lieben Zuschauer hier. Dann haben wir hier natürlich auch ein Gelenk für den Oberkörper. Und hier an den Beinen. So. Ich fokussiere schon wieder auf die Brüste. Nein, hier hin. Also wir haben hier ein Gelenk für den Oberkörper eingebaut mit, das allerdings durch den Gummiüberzug nicht sehr weit geht. So, jetzt holen wir sie mal von ihren Stead. Wir wollen natürlich auch sehen, wie weit sie die Füße hochbringt. Muss sagen, es ist für die Enge der Hose, die Hose sitzt eigentlich sehr straff hier, muss ich sagen, sehr weit nach oben. Dann auch hier nach hinten. Wir bekommen einen Spagat, also die Lady kann einen Spagat, was auch nicht so schlecht ist. Dann haben wir hier natürlich wieder, ach, was haben wir denn, ich bin heute etwas neben der Spur, komme gerade erst aus der Arbeit, ein doppeltes Kniegelenk. Man sieht, sie kann den Fuß sehr weit anwinkeln, das ist schön. Auch eine leichte Drehung haben wir hier drin. Na, hier. Dann haben wir hier auch eine Drehung am der oberen Kante des Stiefels. Ja, hier unten haben wir, ja, aufgrund der Stiefel nichts mehr. Es ist aber leicht flexibel, so könnt ihr vielleicht ein Gelenk drunter sitzen. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Dann stellen wir sie hier mal wieder auf ihren Stand, der hier natürlich schon etwas merkwürdig anartet zwischen den Beinen, aber naja.
und muss sagen, ich bin von der Figur eigentlich sehr begeistert. Ich habe sie gebraucht gekauft über ein Mitglied unserer Gruppe in Facebook. Eine der größten 1:6 Sammlergruppen deutschlandweit. Vielleicht kennen Sie eine. Die haben auch einen eigenen Kanal, Nerdbomb. Und natürlich habe ich sie auch zu einem sehr akzeptablen Preis erhalten. Für 150 Euro, da kann man nichts sagen. Und sie ist in einem sehr guten Zustand. Sie kam in der Originalverpackung, im Original-Shipper. Und dafür bedanke ich mich nochmal bei den Verkäufer, den ich namentlich schon in der Gruppe gedankt habe. Ich weiß ja nicht, ob das will, dass ich ihn namentlich erwähne, also lassen wir das mal lieber. Und würde sagen, somit verabschiede ich mich hier mit Ember von euch. Es ist mal etwas anders reviewed, ich weiß nicht. Ich suche da noch meinen Weg für die 1:6 Figuren. Mal schauen. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Verzeiht mir, dass ich etwas müde erscheine. Ich komme gerade aus der Arbeit. Und möchte mich bedanken fürs Zusehen. Und natürlich für jede Bewertung und für jedes Abo. Und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also bis zum nächsten Mal.